There it is. The East Watcher. Now listen up. None of those guards can live long enough to light that beacon. Because if they do, this invasion gets a whole lot fucking harder. Don't drop that. Okay, gucken wir mal. Da haben wir das Leuchtfeuer. Is that a harpy? Of course it is. Those golden tits are everywhere in this bloody city. If those guards light the rope, the fire travels up to the bowl, and the whole city will know we're here. So we stop them. Aye. Er ist also Schotte, ja? How many men do you think are in there? Hard to know for sure. At least five, maybe more. To answer your question, too many to fight head on. Gibt's hier nicht irgendwas, womit wir das in die Luft sprengen können? We'll need to take those two out first. Come on, let's get moving. Okay. Beska. It's nothing. Just forget it. Is it Dazor? He's dead. You gave him what he deserved. Time to move on. Not him I'm worried about. It's Croft. I hope he doesn't. It's done now. I'll take him. I've got the other one. Just keep an eye on her. I don't need him to watch me. Then prove it. Okay. What have you heard? Just sit outside the gates waiting. Mother of dragons. She wants to scare us, but she will. Freiheit für die Sklaven! Woo! We'll split up. One group will go high and try to climb over to the other side. What about them? That's why someone needs to stay down here. They get behind cover and shoot the men up top. Just don't let that one see you. So, which will it be? Unten bleiben. Huh. You want to be the leader? You decide. I'll go over the top. You just make sure to clear the way. Okay. Alles klar, dann schnapp ich mir die Armbrust von dem Typen da. Erstmal schnell gehen. Los geht's. Oh Gott, das erinnert mich ein bisschen an Assassin's Creed hier. Ja, komm. Voll unauffällig. We'll have to take care of him first. Okay. Gut, gut, gut. Vorsichtig, vorsichtig. Langsam. Und leise sein, Assassine. Ich bin sowieso mehr der Armbrusttyp. Guter Schütze. I think he got the easy job. Gut. What happened? Not important. Keep moving. Quick, the guards on the roof.
We'll take care of it. I'll get rid of them. Got it. Go. Und du meinst, das reicht? Okay. If you say so. No. It's too much. What? It's too much. You'll ruin it. Eins. Little rat. You say something? Well? I said you're a little rat. Why are you laughing? Nothing. Just keep doing it. Tell me when you're sore and frail. Okay. Gut, Beskar. All clear down there? Hey! Wie, das war's schon? Ah, Assassin's Creed lässt grüßen. Ja. We can finish this. Just look at them. Two men. We've dealt with worse. Let's rush them and be done with it. What about them? You afraid of a couple of crossbows? Yeah. We took on the Lost Legion by ourselves. We stick to Croft's plan. Take care of them first. All right. Sicher ist sicher. Ich habe keine Lust auf Überraschungen. Wir haben es versucht. Nein, pfui! Böse! Nein! Schneid es ab! Schwein gehabt! Ja, cool. Schneller. Au. Whimpering. I'm not dead yet. Hear that? It's starting.
at last. Back at High Point, I wasn't sure your brother would survive the day. He nearly didn't. No, but you found the strength to humble yourself. It can't have been easy. But it worked. And now Ryan will be coming home. He'll sleep in his bed. Eat at our table. He'll be right here, where he belongs. It wasn't easy. But it was worth it. For Ryan. You made your family proud today. My lord, look. Was ist hier passiert? Where are the guards? Ist Duncan der Traitor? Scheiße. Talia? Duncan? Where are the Glenmores? Where's anybody? Wait here. Oh God. Come on. Don't be so dreary. It was a joke. I'm sorry, I should have laughed. Or maybe you think you can do better. Ramsay. I didn't mean to offend. Perhaps a song instead. I hear you've written a touching song about your dead brother. Am I in it? Let's hear it, shall we? No. No? I won't. I want you. Roderick! Roderick! Welcome back. Lord Ramsay. Welcome to Ironwrath. How courteous. Now I know where your sister gets her manners. We've had a lovely time together. Haven't we, Talia? Say it. Say it's been lovely. It's been lovely. And you. I'm told you're a man who can't be broken. I've decided to come see for myself. Uh-oh. Nächstes Mal bei Game of Thrones. Ethan was the first forester I killed. Doesn't have to be the last. Toy. I don't know what you're in for, Garrett. What you're asking my brother to do. The North Grove isn't what you think it is. Justice was for Marine to deliver, not you. But we did as you commanded. These aren't sellswords, Asher. They're killers. Roderick! I can't believe I trusted him. I know you and my brother were in contact. Perhaps he told you things. Things that might prove his guilt. Perhaps you're not to be trusted either. Oh, you're not listening, Garrett. Shh. Ja, wow. Ich habe wirklich das Gefühl, egal was man macht einfach alles falsch. Man ist doch alles total verzwickt, verzwackt und dann noch in der Game of Thrones Welt. Herzlich willkommen. Also, 87,3% brought Finn along, also haben Finn mitgenommen. Ich denke, das war auch eine gute Idee, denn ganz ehrlich, hätten wir Finn zurückgelassen, hätten die Brüder der Nachtwache ihn garantiert als Nächsten umgebracht. Nobody knows. Allerdings haben tatsächlich nur knapp 40% Mercy, ich weiß, was es auf Englisch heißt und, oh Gott, Vergebung? Nein, nicht Vergebung. Deutsches Wort. Es ist so schrecklich, wenn man 2 Stunden lang ein Spiel komplett auf Englisch spielt, weil ich gucke auch nicht auf die Untertitel, die habe ich für euch angemacht. Naja, zumindest haben wir ihn nicht umgebracht, sondern wir haben aufgehört, ihn zu schlagen.
So, dann haben 87,5% sogar Sarahs Geheimnis vor Lord Tarwick geheim gehalten. Ist auch ziemlich, ziemlich gut. Weil, ganz ehrlich, sie hat uns auf diese Feier gebracht, obwohl wir nicht hin durften. Sie hat Margaery für uns abgelenkt. Und ich denke, sie hat sich als wirklich gute Freundin bewährt. Deswegen dachte ich, dass wir ihr damit auch einen Gefallen tun können. So, 64,8% haben die Glenmore-Soldaten in Ironwrath gelassen. Ich glaube, das war auch die beste Idee. Allerdings habe ich wirklich ein bisschen Angst, wer der Deserteur sein könnte. Der Deserteur, der Verräter, der Spion in unseren Reihen. Ich vermute gerade wirklich, dass es Duncan ist, obwohl es ja offensichtlich auch einen Kampf gegeben hat. Tja, und Ramsay ist wieder da. Aber nur knapp 25% haben Beshka erlaubt, ihren alten Meister umzubringen. Ich glaube, es war ihr gutes Recht. Natürlich hat Daenerys sämtliche Meister, Sklavenmeister, Sklavenhändler etc. pp. In Meereen bestraft. Ja, so viel dazu. Allerdings hat Beshka natürlich auch private Hintergründe. Sie war selbst Sklavin und sie hat, glaube ich, wirklich das Recht, diesem Mann, der sie über Jahre hinweg gequält hat, das Leben zu nehmen. Deswegen war es für mich eigentlich offensichtlich, dass ich Beshka die Gelegenheit gebe und verschaffe und dementsprechend auch Croft zurückhalte. So, Meereen ist befreit. Garrett ist mittlerweile bei den Wildlingen nördlich der Mauer angekommen. Dort haben wir Sylvie kennengelernt, die Schwester von Cotter. Oh Gott, ich muss gleich echt mal eine Aufnahmepause machen. Und das nächste Problem, Ironwrath ist momentan in der Hand von Ramsay. Ich habe echt ein bisschen Schiss weiterzuspielen, aber ich werde es definitiv tun und dann sehen wir uns nämlich morgen wieder. Der Part hier wird wahrscheinlich nicht ganz so lang, das tut mir auch sehr, sehr leid, aber egal. Ich bedanke mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dann sehen wir uns morgen wieder zur nächsten Folge, Folge 5 dann schon, dann fehlt nur noch eine einzige zum Abschluss. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann, Schnitzelmama over and out.